Ich heiße Josef Schneider, bin 1923 hier geboren und wohne in der Schneidemühle bei Maisburg, Kreis Daun. Von Beruf bin ich Sägewerker. Hier in meiner Schneidemühle habe ich bis 1968 gewerblich Holz geschnitten. Maisburg. Ein kleiner Eifelort mit ca. 250 Einwohnern, 20 Kilometer von Daun entfernt. Heute besucht das freiwillige 10. Schuljahr der Hauptschule Daun die Schneidemühle von Josef Schneider, eine der letzten vollständig erhaltenen und funktionstüchtigen Anlagen. Der Besitzer hat sie restauriert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Zu den Arbeiten an der Mühle erläutert Josef Schneider: Wir haben in den letzten 6-7 Jahren viel dran renovieren müssen, um sie wieder in den Stand zu bringen, wie sie heute ist. Und wir wollten sie auch praktisch der Nachkommenschaft erhalten. Nachdem die Mühle renoviert war und die Möglichkeit bestand, Führungen zu machen, hat sich das in etwa eingespielt, dass viele Besucher kommen, denen wir dann zeigen, wie früher echt das Holz gesägt wurde. Ich kann nur sagen, dass im Großen und Ganzen alle davon begeistert sind. Holzsägende Wassermühlen existieren seit dem 14. Jahrhundert. Auch für das Losalmtal erwähnen Urkunden bis ins 18. Jahrhundert eine Mühle. Ein Karteneintrag zu Beginn des 19. Jahrhunderts belegt die Maisburger Mühle eindeutig als Schneidemühle. Wald- und Wasserreichtum machten den Kreis Daun und den gesamten Regierungsbezirk Trier zum idealen Standort für wasserradbetriebene Sägewerke. Für wen von euch wird das heute der erste Besuch einer Schneidemühle sein? Nicht. Oh, das ist überraschend. Gab es in euren Heimatdörfern keine Mühlen? Bitte? Pützborn. Ja. In Pützborn auch? Ja. Was erinnert denn noch in Pützborn an eine Mühle? Der alte Mühlbach. Ja. Ach ja, wo ist der denn? Da parallel zum Pützbach wohl. Parallel zum Bach, ja. Wo verläuft der? Ja, der Bach, der ist gestaut zwischen Pützborn und Neunkirchen. Und von da ab läuft dann der Mühlgraben bis zur Bundesstraße. Guten Morgen, Herr Schneider. Guten Morgen. Schön, dass Sie uns die Führung machen lassen. Ja, auch herzlich willkommen. Und wenn ihr zusammen seid, könnt ihr auch den Herrn Schneider begrüßen. Ja, alles klar. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Herr Schneider ist der Besitzer der Mühle. Einmal wöchentlich und auf Anfrage führt der Mühlenbesitzer Besucher durch das Sägewerk. Interessant für uns sein. Wir sind sehr gespannt, Herr Schneider. Ja, es handelt sich ja um eine ganz alte Mühle. Ne? Ja. So, und jetzt kommen Sie bitte mit, sehen wir uns zuerst den Mühlgraben an. So, geht die los? Kommen Sie nur näher an. Sascha, du kannst heute nach vorne. So kommt ja die Spur. So, hier befinden wir uns jetzt an unserem sogenannten Mühlgraben, der aus dem Losalmbach abgeleitet wird. Um die Säge in Betrieb zu setzen, wird nachher diese Schleuse mit dem Seilzug hier betätigt, beziehungsweise der Zulauf des Wassers reguliert, je nach Bedarf, um die richtige Kraft zu erzeugen. Sollten Sie jetzt irgendwelche Fragen haben, ich möchte sie gern beantworten. Ja, wie alt ist der Wasserkraft hier? Ich kann nur sagen, hier soll 1346 die erste Mühle gestanden haben. Mithin müsste auch so alt sein. Wie lang ist der Mühlgraben? Der Mühlgraben ist 350 Meter lang. Wie groß ist der Höhenunterschied zwischen Bach und Mühlgraben? Der Höhenunterschied ist gut 7 Meter, weil das Wasserrad hat ja einen Durchmesser von 6,70 Meter. Der Mühlgraben, wie wurde der ausgegraben?
Der Mühlgraben wurde praktisch in Handarbeit ausgegraben und muss auch jährlich wiederum ausgeputzt werden, auch mindestens zweimal gemäht werden. Ansonsten wäre wieder in ein, zwei Jahren oder drei Jahren mit Sicherheit wieder ganz zugewachsen. So, hier sehen wir jetzt unser Wasserrad in natürlicher Größe. Hat einen Durchmesser von 6,70 Meter. Bringt eine Leistung von 15 PS. Ist gebaut worden in den Jahren zwischen 1930 und 40 und läuft bei uns hier seit 1950. Und bis 1950 war es ein Holzrad. Wie viele Schaufeln hatte das Wasserrad? Das Wasserrad hat 62 Schaufeln. Ja, wie wurde die denn zusammengebaut? Wurde hier direkt an der Stelle zusammengebaut oder wurde die so geliefert? Dieses Rad war in 8 Teile zerlegt und wurde dann hier an der Stelle wieder zusammengebaut. Die mechanischen Vorgänge werden zur Verdeutlichung nun nacheinander geschildert. Sicherheitsabsperrung und Plattform sind für die Filmaufnahmen abgebaut worden. Im Vordergrund der Überlauf, der das überschüssige Wasser ableitet. Per Seilzug öffnet und schließt der Sägewerker vom Gatter aus den Schieber des Wehrs. Von der Stellung des Schiebers hängt die durchlaufende Wassermenge ab. Die Rinne mit leichtem Gefälle führt unter der Arbeits- und Sägebühne hindurch zum Wasserrad. Die zeitversetzte Wiederholung der Vorgänge macht Ablauf und Funktion deutlich. Das oberschlächtige Wasserrad wiegt rund 3,5 Tonnen. Das Wasser läuft aus der Rinne von oben in die Schaufelkammern. Die Obergrenze für große Räder wie bei dieser Schneidemühle liegt bei 10 Umdrehungen pro Minute. Dabei entspricht eine Umdrehung des Rades 18 Hub mit der Säge. Das heißt, bei optimalem Betrieb macht die Säge rund 180 Auf- und Abbewegungen pro Minute. Die Ausnutzung oberschlächtiger Wasserräder liegt normalerweise bei maximal 80%. Josef Schneider allerdings rechnet wegen der guten Auswuchtung und Lagerung mit 95% Ausnutzung und 15 PS Leistung. Der Vorgang noch einmal von oben. Das Wasser fließt in die Schaufelkammern, läuft zunächst über und setzt schließlich das Rad langsam in Bewegung. Verfolgen wir das Anlaufen der Mechanik im Untergeschoss der Schneidemühle. Das Wasserrad ist durch eine Welle mit dem 3 Meter großen Kammrad verbunden. Dieses treibt ein kleineres Zahnrad an, welches wiederum durch eine Welle die Kraft auf die Riemenscheibe rechts im Bild überträgt. Der Transmissionsriemen für den Antrieb des Sägegatters läuft über die hölzerne Riemenscheibe. Je genauer sie ausgewuchtet und je besser sie gelagert ist, desto geringer fällt der Energieverlust aus. Links oben der Transmissionsriemen für den Rücklauf, der den Wagen mit den Stämmen aus dem Gatter zieht. Direkt unter dem Sägegatter läuft der Transmissionsriemen über eine Leerscheibe, die lose auf einer waagerechten Achse hängt. Betätigt der Sägewerker auf der Arbeitsbühne einen Hebel, rücken die Führungsrollen den Riemen auf die Voll- oder Antriebsscheibe. Diese ist fest mit der Achse verbunden. An den außen laufenden Schwungrädern ist je ein Lenker oder Pleuel befestigt. Diese etwa 2 Meter langen Balken setzen die Drehbewegung des Rades in Auf- und Abwärtsbewegungen um. Damit beginnt sich das vertikale Gatter zu heben und zu senken.
Der Sägevorgang setzt erst ein, wenn der Vorschub zugeschaltet wird. Das über eine Holztrommel laufende Drahtseil zieht den Schlitten mit den beiden Stämmen ruckweise in jede sägende Abwärtsbewegung hinein. Die Rückseite des Sägegatters. Josef Schneider lässt es zur Demonstration noch einmal anlaufen. Die beiden Pleuel führen in den Scheiden nach oben auf die Arbeitsbühne und sind am Gatterrahmen befestigt. Aus Gründen der Betriebssicherheit arbeiten die Pleuel hinter Verschalungen beidseitig der Gatterscheiden. Die Pleuel übertragen die Drehbewegung des Räderantriebs als eine geradlinige, senkrechte Bewegung auf das Gatter. Die Schneidemühle kann auch nach einigen Veränderungen als Beispiel elementarer Technik gelten. Der Vater von Josef Schneider erwarb die Maisburger Mühle 1922 in der einfachen Ausführung einer deutschen Sägemühle. Ihr Rahmen wurde noch von einem statt zwei Pleuelen bewegt und sägte mit einem einzelnen Sägeblatt. Der Besitzer setzte einen fortschrittlicheren Rahmen mit zwei Pleuelen ein, der aus der Schneidemühle von Kloster Himmeroth stammte. Der Sohn Josef ergänzte den Rahmen später um ein zweites Sägeblatt. Ab Ende des 16. Jahrhunderts verwandte man solche effektiveren Werke mit zwei und mehr Sägeblättern, die nach dem Herkunftsland holländische Sägewerke heißen. In seiner Mühle kann Josef Schneider gleichzeitig zwei kleine Stämme oder einen Stamm mit höchstens einem Meter Durchmesser bearbeiten. Nach etwa 10 Minuten ist der Schnitt ausgeführt. Bei Harthölzern wie Eiche dauert der Vorgang etwas länger. Das Seil zieht den Wagen über die Schienen, die sogenannten Straßbäume, aus den Sägeblättern heraus. Für den nächsten Schnitt versetzt Josef Schneider die Stämme um Brettstärke. Dazu dienen ihm als Markierungshilfe zwei Nägel. Einen hat er in den Stamm, den anderen in den Wagen eingeschlagen. Jetzt setzt er den Wagennagel unmittelbar neben den Stammnagel. Er verrückt den Stamm um Brettstärke plus Schnittbreite, wobei er den Abstand zwischen den Nägeln abmisst.
Auf dieser Seite legt Josef Schneider ein Maßholz an das fest eingespannte Sägeblatt als Fixpunkt an. Für verschiedene Stärken benutzt er entsprechende Hölzer. Die komplexe Vorschub- und Rücklaufmechanik ermöglicht die Wagenfahrt in zwei Richtungen. Beim Zug in die Sägeblätter dreht sich die Seilwinde, angetrieben über das Zackenrad. Die Schubstange rückt das Rad Zacke um Zacke voran. Dabei setzt sie die Kraft ihres rotierenden Zahnradantriebes in eine lineare Schiebebewegung um. Zur Demonstration der Schaltvorgänge stellt Josef Schneider die Mühle ab. Mit dem Deckenhebel sperrt er den Wasserzulauf. Er klinkt die Schubstange aus dem Zackenrad. Durch Umlegen des Bodenhebels kuppelt er in den Leerlauf. Soll wieder anlaufen. Der Schieber wird gehoben und die natürliche Energie, das Wasser, fließt. Das Wasserrad treibt das Räderwerk auf der Getriebeebene an. Die Riemen und Vollscheibe übertragen die Kraft auf das Gatter. Der Vorschub ist zugeschaltet, das Gatter sägt. Im 19. Jahrhundert befanden sich im Regierungsbezirk Trier, dem waldreichsten Bezirk in der Rheinprovinz, die meisten Sägemühlen. 98 Anlagen waren es im Jahr 1846. Gegenüber nur jeweils 7 in den Bezirken Düsseldorf und Köln, 10 im Bezirk Aachen und 16 im Bezirk Koblenz. Dabei blieb der Stand der Technik fast unverändert einfach. Hauptsächlich arbeiteten die Anlagen als deutsche Sägemühlen. Holländische und solche mit Kreissägen, die Anfang des 19. Jahrhunderts aufkamen, waren mit nur 10% vertreten. In ländlichen Gebieten wie im Kreis Daun war Wasser bis ins 20. Jahrhundert hinein der Energieträger für mechanische Werke. Dampfsägebetriebe, die die großen Zentren rheinischer Holzverarbeitung Neuwied, Köln, Düsseldorf und Wesel ab 1840 errichteten, kannte man hier nicht. Der Wasserantrieb führte auch in den Sägemühlen zu einer teilweisen Mechanisierung der Arbeit. Dennoch blieb der Mühlenbetreiber ein Handwerker, der die Sägevorgänge begleiten, vor- und nachbereiten musste. Daneben hielt er die Mühlenanlage instand. Lief die Mühle zu langsam, lag das vielleicht an ausgeleierten Transmissionsriemen. Der Sägewerker spannte die Riemen und schnitzte auch Kammen, das sind Holzzähne, als Ersatz für abgenutzte und herausgesprungene.
Denn bei sehr trockener Witterung schwanden die Kammen und konnten sich während des Sägelaufs aus dem Kammrad lösen. Ein Vorgang, der von ohrenbetäubendem Lärm begleitet war. Bis Beendigung des letzten Schnittes bleibt der Stamm an einem Ende ungeteilt. Josef Schneider trennt die Bretter mit der Axt vollständig ab. Die Schneidemühle ist heute durch jahrelange Renovierungsarbeiten nach denkmalpflegerischen Gesichtspunkten in hervorragendem Zustand. Bei der Umsetzung ihres Vorhabens fanden Josef und Josephine Schneider Hilfe beim Mainzer Landesamt für Denkmalpflege, dem Kreis und der Verbandsgemeinde Daun, die die Erhaltung des Technik- und Kulturdenkmals finanziell unterstützten. In der Schneidemühle nutzen nur zwei Ausrüstungselemente besonders stark ab. Im Getriebe sind es die Kammen und auf der Arbeitsbühne die Sägeblätter. Nach 12 bis 15 Schnitten müssen sie mit einer speziellen Sägemühlenfeile, die abgerundete Kanten hat, geschärft werden. Die heutigen Sägeblätter sind so geschränkt, dass abwechselnd ein Zahn nach rechts, der andere nach links zeigt. Blätter, bei denen jeder fünfte Zahn gerade steht, waren bis vor 20 Jahren gebräuchlich und räumten nach Josef Schneiders Erfahrung das Sägemehl besser ab. Vom Mühlengebäude verlaufen die Straßbäume bis zum Holzplatz, wo die Vorräte, hauptsächlich Fichten, manchmal auch Buchen- und Eichenstämme, lagern. Josef Schneider hat den seltenen Beruf des Sägewerkers, der in seiner Jugend noch kein Lehrberuf war, durch Zusehen und Mitarbeit beim Vater erlernt. Vor dem Zweiten Weltkrieg gingen er und sein Bruder bereits als Schüler dem Vater zur Hand. Als Josef Schneider die Mühle nach dem Krieg übernahm, führte er den Betrieb mit ein bis zwei Mitarbeitern bis Mitte der 60er Jahre. Für die letzten Betriebsjahre reichte aufgrund rückläufiger Auftragslage seine eigene Arbeitskraft aus. Nur auf dem Holzplatz hilft ihm seine Frau, Josephine Schneider. Im Hochsommer, wenn große Trockenheit das Wasser verknappte, musste gestaut werden. Wenn die Arbeit drängte, standen der Vater und seine schulpflichtigen Söhne auch nachts auf und arbeiteten, bis der Graben leer geschnitten war. Die Abhängigkeit vom Energieträger Wasser gestaltete sich insbesondere im Winter problematisch. Dann konnte sich Eis am Wasserrad bilden, das Rad drehte sich nicht mehr und die Arbeit musste zeitweilig ruhen.
Heute gewinnt die erneuerbare Energiequelle Wasser wieder an Bedeutung. Zahlreiche Wassermühlen laufen derzeit alternativ als umweltgerechte Kleinkraftwerke zur Stromgewinnung. Sägemühlen waren auch früher weniger stark verbreitet als Mahlmühlen. Häufig traten sie nur als deren Nebenwerke auf. Und heute sind sie fast gänzlich verschwunden. Darin liegt der besondere kulturhistorische Reiz der Schneidemühle bei Maisburg. Sie gibt den interessierten Besuchern ein lebendiges Zeugnis jahrhundertealter Sägetechnik. Durch Lage und Funktion veranschaulicht sie darüber hinaus die Anwendung von Wasserkraft, wie sie auch für das wasserreiche Eifelgebiet typisch war. Die Werke ehemals bedeutsamer Wirtschaftszweige, insbesondere der Eisenindustrie, wären undenkbar gewesen ohne den Antrieb über Wasserräder.